Servus, grüß Sie und hallo, liebe Dampfmaschinenfreunde. Ja, wir sitzen schon wieder an unserem angestammten Dampfplatz, um euch eine neue Maschine vorzustellen. Und ich habe sie euch eigentlich schon mal vorgestellt, nämlich die Vorgängerversion von dieser hier. Das ist die 4137. Dieses Modell hier stammt aus dem Jahr zwischen 1910 und 1921, ist diese Maschine in dieser Form gebaut worden. Und ja, an der konnte ich nicht vorbeigehen, weil sie hat noch einen so schönen Originalzustand, dass ich das nicht so stehen lassen konnte und sie gerne in meiner Sammlung hatte. Und ja, was soll ich sagen, das haben wir auch kurzerhand so gemacht. Sie ist jetzt nicht die spektakulärste Maschine, das nicht. Sie hat einen zierlichen 5,5er Kessel, was jetzt gar nicht mal so klein ist. Aber ich finde, der Zustand dieser Maschine ist erdrückend schön. Hier ist nämlich noch die Linierung im Original mit dem Farbkleid erhalten. Und deswegen fand ich das so toll. Und ihr seht schon, Cat Stevenson sieht das genauso. Der hat sich schon seinen Platz gesucht. Ja, dann schauen wir uns mal die Daten zu dieser Maschine an. Wie gesagt, die hier aus den 1910er Jahren, die gab es auch noch mit einem schönen Dynamo drauf. Allerdings hier ist das Aggregat etwas anders angerichtet, als das in Wirklichkeit der Fall ist. Aber da sind wir nicht so. Oft ist es doch so gewesen, dass die Abbildungen nicht immer ganz der Realität entsprochen haben, beziehungsweise auch immer aktuell nachgeführt worden sind. Nichtsdestotrotz, es ist definitiv eine 4137 und ja, sie hat hier die Maße 27x27, was ziemlich quadratisch ist, ein Durchmesser vom Kessel von 56 mm, bei einer Länge von 174 mm, eine Zylinderbohrung von 13 mm und ein Schwungraddurchmesser von 85. Hier sehen wir sie nochmal nebeneinander. Diese Maschine aus den 10er Jahren, und zwar ein Modell von Saran. Fritz Saran hat ähnlich wie das die Leipziger Lehrmittelanstalt gemacht hat, Dampfmaschinen als Lehrmittel angeboten und sie unter eigenem Label vertrieben. Ja, wir kommen zu der etwas jüngeren Version. Auch diese wunderhübsch anzusehen. Ich finde es total klasse, dass auch der Sockel noch so gut erhalten ist mit dieser hellblauen Linierung. Das ist wirklich ein optisches Himbeerbonbon. So viel gab es an der Maschine nicht zu restaurieren, weil sie in so einem tollen Zustand war. Lediglich das Wasserschauglas, das musste ich ersetzen. Das war leider kaputt gewesen. Aber ansonsten hat es nur einmal ein bisschen Reinigen getan. Charakteristisch für dieses Modell und auch die Bauart sind diese typischen Fenster, Kirchenfenster im Kesselhaus, die man bei der Modellvariante findet. Aber ich finde, jetzt haben wir genug erzählt. Wir ölen die Maschine und dann darf auch losgedampft werden. Ja, während wir warten, bis das Wasser kocht, erzähle ich noch ein wenig zur Ausstattung. Neben dem 85er Schwungrad, was natürlich auch eine Schnurlaufrille auf dem großen Schwungrad hat, worüber man hier hinten ist ein Auslass für die
Antriebsspirale und dort kann man eben auch ein Dynamo betreiben. Das gab es auch tatsächlich, diese Maschine mit Dynamo. Allerdings mit dem einfach wirkenden Zylinder ist das schon eine ziemliche Mammutaufgabe gewesen für die kleine Maschine. Ansonsten hat sie natürlich einen Öler, der sitzt hier hinten mit einem Winkelstück am Zylinder, eine Abdampfleitung und noch für die Antriebsmodelle eine kleinere Schnurlaufrille. Ja, darüber hinaus hat sie ein Dampfabsperrventil, eine Dampfpfeife und das Sicherheitsventil. Schön ist natürlich, dass wir hier eine Wasserstandsanzeige mit Ablasshahn integriert haben. Das Ganze hier ist der patinierte Kessel. Die gab es auch noch in einer Messingversion. Die Besonderheit hier, das hier ist tatsächlich wieder ein Rauchrohrkessel, der sogar ein Siederöhrchen hat. Und das bei einer 5,5 mm Maschine. 5,5 cm Kesselmaschine. So, dann schauen wir mal. Ihr seht, hier vorne ist das kleine Entlüftungsloch. Es ist wirklich fantastisch, was für einen schönen, ruhigen Lauf auch diese kleinen Maschinen dank diesem Eisenbussockel haben. Schön, wie sie schmattert. Weil das ja viel zu wenig Radau ist bei der kleinen Dampfmaschine, hängen wir da jetzt mal ein Antriebsmodell dran. Hier blende ich euch wie immer die Abbildung aus dem Katalog und die Nummer ein. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund,
bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenhält und sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz in dir. Sonniger Tag, Loch in das Herz und der Mond ein Schlag. Lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom ist Madrid, nehmen wir mit, so ging das Leben im Traum zu dritt. Über das Meer, über das Land, haben wir eines erkannt. Ein Song, ein guter Song, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, das immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammen wird, drum sei auch nie betrübt. Wenn der Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt. Ja, ich kann euch sagen, sowas kann man, dazu kann man eine Katze nicht zwingen. Offensichtlich ist er mit Herz und Seele ein echter Dampf-Fan und genießt das gerade. Ja, während wir das noch genießen, sage ich wie immer, ich wünsche euch viel Spaß beim Dampfen und beim Stöbern auf meinem Kanal. Wer noch kein Abo dagelassen hat, sollte das unbedingt tun. Wir zwei genießen jetzt noch ein bisschen den Dampflauf und ich sage wie immer, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Na, wie riecht der Abdampf? Gesund?